Das sind die Themen. Neue KandidatInnen für Princess Charming. Fabio De Pasquale weint ganz toll auf Insta. Kathi Hummels hat mal wieder nicht nachgedacht. Wo ist Kim Virginia? Naja, und viele kleine Schmankerl und kleine News. Leute, herzlich willkommen zu Breaking Trash 187! Alter! Oh Gott, Leute. Ganz Panne und jetzt Loch auf und ich will da rein, weil von 187 halte ich nichts. Ich bleib draußen. Wir haben euch ja schon gesagt, worum es geht. Wir starten mit Princess Charming. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass die neue Staffel kommt. 3. Juli war das, meine ich. Ihr wisst es doch viel besser als wir. Und jetzt schauen wir mal in die Kandidaten rein. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist immer mein Favorite, sage ich dir ganz ehrlich. Wollen wir alle so ein bisschen durchgehen? Schnell? Mal schnell. Also wenn ich jetzt mal hier überfliege, ganz schnell. Wer sticht denn bei dir schon mal raus? Also, naja, eigentlich Lisa unten, 24, Studentin aus der Nähe von Bamberg. Die spricht mich am meisten an. Weißt du, und soll ich euch sagen, warum? Wir schauen mal uns Lisa genauer an. Ihr seid Pirate Girls together. Harry! So machen die nämlich immer die Pirates auf ihrem Schiff. Und ihr habt schon genau richtig gesehen. Elsa? Nee, das ist Laura, 28. Kommt aus Bochum. Was haben wir hier noch? Berlin, die Julia, 23. Julia finde ich auch süß. Von Inchi wahrscheinlich, Inchi? Oder? Auch süß. Heidelberg, also hier sehen ja alle viele süß. Ganz sympathisch aus. Köln, Hannover, Regensburg, Frankfurt. Oh, Lara? 27, ich glaube, die wird gefährlich tatsächlich. Sag ich euch, wie es ist. Ja, aber man weiß es halt immer nicht. Ne? Nachher ist das auch eine ganz tolle, schüchterne Maus, die ist irgendwie gar nichts. Nee, ich glaube, die ist nicht schüchtern. Ah, okay. Ich glaube, Katharina ist schüchtern. Na, okay. Dann haben wir noch Lucia. Ich sag ja Lucia zu Alter, ihr. Alter, die kickt ja ganz krass. Aus Leipzig. Tattoo-Artist aus Leipzig. Können wir bei dir unser Martins Wette Trash-Kurs-Tattoo machen? Kannst du das? Lucia. Ich brauche sowieso noch ein paar Tats. Und eigentlich habe ich jetzt auch, wenn ich ja Yoga-Lehrerin, ich habe jetzt auch mal jemanden gesucht für ein Sound-Healing. Ist so? Hättest du mir da bestimmt auch helfen können. Also die finde ich ganz sympathisch. Und aus Leipzig. Richtig. Also das freut mich, weil ich glaube, zuletzt war hier unsere Maus, die kurzhaarige Mann. Ja, Name vergessen, Namen aber ich vergessen, weiß. Aber aus Leipzig auch super sympathisch. Maike, oh. Maike hat schon die den Augen Blick. Kicken. Die hat schon den Blick drauf und ich glaube, war Martin das, der gesagt hat, irgendwie sieht er bei ihr die größten Chancen, ja. Aktuell zumindest. Dann haben wir noch Wien, und zwar Sarah. Wir haben Seleia aus Köln, dann noch Sarah aus Köln. Da weiß ich da schon, da ging es wahrscheinlich schon untereinander hin und her. Ei. Melissa aus Neuss, das ist eigentlich auch nicht so weit weg. Marlene, also das ist ein richtig schöner, durchgemixter Cast. Oh Gott, ich wollte gerade Haufen sagen, aber das ist ganz komisch in so einer Konstellation, wenn du sagst, das ist ein schöner bunter Haufen. Ja, nee. So, dann haben wir noch Sina aus München, Tai, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, auch aus München, Tommy aus Osnabrück und Viviana aus Wien. Also haben wir wieder. Das sieht auch süß aus. Wir haben immer zwei aus Wien jetzt mittlerweile. Also so die ist zwei, so? Die zwei Quoten-WienerInnen. Ich habe heute Morgen gesehen, Jessica Fiorini hat schon, naja, sie hat als Skandal betitelt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde. Ja. Aber dass Maike einen Jahresrückblick gepostet hat, wo man wohl die Princess sieht. Und wir knallen euch einfach das TikTok jetzt mal hier rein. Schaut das euch mal an. Skandal um die neue Staffel Princess Charming. Die Kandidatinnen sind noch keine 5 Stunden online und es gibt jetzt schon einen Riesenskandal. Und zwar hat die Kandidatin Maike einen Jahresrückblick gepostet. Anfang Januar. Aber wenn man sich diesen Jahresrückblick genauer anschaut, sieht man Lea. Lea ist die Princess von der 4. Staffel Princess Charming. Wir sagen, es kann ja trotzdem, also ne, die sind gerade bei den Formaten Prince und Princess Charming, so immer. Sind die ja alle irgendwie so. Und ich hoffe, dass es wir ist auch. Jetzt halt nur komisch, dass wir ja auch gleich gesagt haben, Alter, die kickt. Die kickt und dieser Jahresrückblick ist wohl gelöscht, habe ich aus den Kommentaren gelesen. Naja. Also, kann auch verschiedene Gründe haben. Mir ist es aber völlig Wurst. Wie immer. Ich gucke da trotzdem rein. Ich will ja auch die Journey sehen, selbst wenn sie es jetzt wird. Das, weil, wir haben es letzte Woche schon gesagt, das ist auch immer ein bisschen Wohlfühlformat für uns. Habt ihr da gefragt? Können wir die Seele baumeln lassen? Endlich Mann. Ob wir da Live-Reaction machen?
Ich dachte, oder sollen wir noch mal fragen? Komm, wir fragen noch mal. 1, 2, 3. Sollen wir darauf eine Live-Reaction machen? Schreibt's in die Kommis. Ja, nein, vielleicht. Mann, Leute, wieso, wir haben immer einen Downer drin, wie ja. Sau. Ja, ja, ja. Aber wir dürfen ja nie so, nie so sehr an uns ranlassen. Nee. Und deswegen sage ich auch jetzt schon mal, wahrscheinlich sagt man da auch eine Triggerwarnung bei diesen Aussagen, das lasst ihr nicht an euch ran und wir auch nicht. Ich möchte die Chance noch mal ganz kurz nutzen, um euch zu sagen, dass ich Lenas Notizen habe. Und deshalb es vielleicht auch sein kann, dass ich jetzt nicht so glänzen kann, was Fakten angeht oder sonst irgendwas. Lass mich ein bisschen berieseln heute. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ich nehme dich mit, ich greife dich hier so drunter und dann sage ich, komm mit. Oder wie mit meiner Oma. Oh. Wie war das? Alter, ich bin auch mal wieder rausgerissen. Du bist so zart. Wenn ich das mit Freundinnen mache, geht das. Ich kann dir so krass mal eine ballern, kannst du dir vorstellen. Ich weiß, aber wenn du bist so zart und wenn ich dann zugreife, denke ich, dass es dann gleich geht. Au! Tat auch weh! Ja, Mama! So, also es geht, wir haben es eingangs schon gesagt, um eine Frau, die wirklich, also mindestens viermal im Jahr wirklich gar nicht nachdenkt, nämlich Kathy Hummels. Carefree Hummels. Keine Ahnung, ist für mich auch einfach nur Künstlername, als ob die wirklich Kathy heißt. Kathy. Das kannst du da mal schnell nebenbei machen. Was denn? Mal Kathy Hummels. Sie hat einen Podcast, Hummeln und Fische, cooler Name, mit ihrer Schwester Vanni Fischer. Ach so. Nee, Vanni Fischer. Liebe Grüße. Ja. In Catherine. Katharine. Safrin. Catherine und Vanessa. Die heißt wahrscheinlich einfach wirklich nur Katharina. Wirklich, lass es sein. Auf jeden Fall ist in diesem, ja, ich bin sauer, weil in diesem Podcast folgende Aussage getroffen wurde. Wenn du krankhaft isst, weil dir alles scheißegal ist und du bist übergewichtig und du hast keine Krankheit, dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte. Kathy Hummels und Vanessa Fischer fordern höhere Krankenkassenbeiträge für übergewichtige Menschen. Also, weißt du, was ist hier irgendwas an? Nichts. Und ich finde, also was ich am allerkrassesten daran finde, die haben das ja aufgenommen und da hat keine der beiden schon gesagt, vielleicht fragen wir nochmal, ob wir das rauslassen sollen. Dann wurde das geschnitten. Sicherlich nicht von den zwei. Die Person hat sich auch nicht gedacht, wundere ich mich jetzt? Nö. Mhm. Und dann wird das ja online gestellt. Ja. Hä? Es ist von vorne bis hinten dumm. Ich würde jetzt erstmal alles noch vorlesen von dem, bevor ich anfange auszuflippen. Gerne. Kathy Hummels hat sich gestern dazu folgendermaßen geäußert. Die Folge aus unserem Podcast Hummeln und Fische in Bezug auf Kassenbeiträge für schwer übergewichtige Menschen habe ich offline genommen. Ich stehe für Body Positivity. Mhm. Habe ich verpasst, den Moment, als du dafür dann stehst. Oh Gott. Unser Podcast beinhaltet unsere persönliche Meinung und wir sprechen auch sensible Themen an. Ich dachte, dass meine Meinung verständlich vermittelt wird, aber anscheinend haben sich einige angegriffen gefühlt. Bis hierhin, die Art und Weise ist halt schon so sinnlos voll schief. Das war nicht meine Intention, sondern meine Meinung, dass wenn man keine Krankheit hat, dass dies generell berücksichtigt werden sollte. Es geht hier nicht um Optik. You are beautiful no matter what. They say words can bring you down. Girl, was machst denn du da? Kann ich mal weiter vorlesen? Klar, bitte. Ach, da ist dir noch eine Ergänzung eingefallen. Mir geht es generell um den grob fahrlässigen Umgang mit seiner Gesundheit. Meine Intention ist, dass man auf sich achtet und das auf jeder Ebene. Egal ob bei Essen, Alkohol, Drogen, Rauchen, Extremsport etc. Das ist meine Meinung und diese vertrete ich. Ich entschuldige mich nun von Herzen. No body shaming. Das wurde auch bei mir intensivst betrieben. You are beautiful. Mein Fokus ist, euch zu motivieren und euch zu begleiten. Das hast du ja wirklich gar nicht geschafft. Du musst so dringend Handyverbot bekommen und Moderationsverbot. Bei Moderationsverbot sind wir ja schon dran. Aber Handyverbot, sowas von schnell. Ich kann nicht mehr mit der Frau. Es geht nicht mehr. Jedes Jahr passiert irgend so eine Scheiße. Also, wir rollen das Pferd von hinten auf. Aber. Und warum stellt sie sich denn dann, also bei KDRS steht sie ja da wie so ein Fähnchen im Wind. Ja, ist ein Fähnchen im Wind. Und hier wird dann so ein Kram rausgehauen. Ja, und es passiert halt leider öfter, dass so ihre Entschuldigung immer kind of wrong. Ja, gehen. Also es sind halt keine Entschuldigung. Ich auch, aber. Ich auch. Sorry, dass ihr euch angegriffen gefühlt habt. Das ist meine Meinung.
Ding. Wenn und ihr meine Meinung falsch interpretiert, kann ich ja nichts dafür, so nach dem Motto. Nee, Maus. Okay, dann bleiben wir doch dabei. Sie sagt ja selber... Stimmt, wir flippen ja schon. Ja, wir flippen schon. Sie sagt ja selber, no body shaming, das wurde bei mir auch intensiv betrieben. Eben, Girl. Genau eben. Deshalb. Deine Ergänzung, die musst du so sein lassen. Mir geht es generell um den grob fahrlässigen Umgang mit seiner Gesundheit. Also erstmal, so, perfekt. Adipositas ist seit 2020 als chronische Krankheit anerkannt. So. Ist an ihr vorbeigegangen. Warum vielleicht das so ist, dass viele Leute oder einige Leute einfach so essen, weil denen alles scheißegal ist. Wenn du schon schreibst, wenn du schon sagst, weil denen alles scheißegal ist, wird eventuell nicht alles so geil in der Mental Health sein. Also weiß ich jetzt nicht. So, und es gibt generell auch verschiedene Gründe, warum die das machen. Zum Beispiel Depressionen. Und diese Maus hat schon ein Buch geschrieben, dass sie auch Depressionen hatte. Ich meine, das ist dann hier wahrscheinlich Krankheit, was sie ja hier schreibt, sondern meine Meinung, dass wenn man keine Krankheit hat, ist doch scheißegal. Es gibt so viele verschiedene Arten, Gründe, Weisen, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und in dem Podcast wird dann auch noch gesagt, irgendwie, dass ja mehr Kosten entstehen. Na, weil diese Leute, die ja übermäßig fressen, die ja so dick sind, die müssen ja höhere Kassenbeiträge bezahlen, weil sie mehr Kosten verursachen. So, Kathi, wie fange ich denn jetzt an? Also dein Körper hat auch eine Reise, ohne dir zu nahe treten zu wollen, weil no body shaming, das wurde bei dir ja auch schon intensiv betrieben. Wenn man sehr dünn ist, dann, also Untergewicht führt ebenfalls zu Krankheiten und Mehrkosten. Ja. Wollen wir mal so stehen lassen, mehr sage ich dazu gar nicht. Also ich warte mal ganz kurz, jeder kann ja auch seine Meinung haben, ist auch alles okay von mir aus, aber ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt darüber quatschen. Das ist so peinlich, peinlich, na, vor allen Dingen, diese Frau steht schon so lange in der Öffentlichkeit und wir haben alle gewisse Bilder gesehen, wo man, wo es wirklich klar ist, der Körper, es ist nicht gesund. Ja. So, das ist einfach so. Und jetzt sowas raushauen und da Mehrkosten zu fordern, es geht nicht. So, wir haben im Mai erst eine Klage gehabt mit der Nazi-Parole. Alles für Deutschland. Sie freue sich auf die EM. Alles für Deutschland. Musste auch mal ein bisschen nachdenken. Und wenn mir doch sowas erst vor einem Monat passiert ist, da lasse ich doch den Schalter an. Oder ist das ein Kippschalter? Ist da kurz Wanni Fischer drüber gestolpert? Nee, da wird das Gehirn wieder ausgemacht und so eine Scheiße rausgeblickt. Ich check's auch. Und 2022 im November hat sie zu einem Event eingeladen, Wellnessanlage, und hat dann gesagt, naja, das dient ja auch als Retreat, soll ja auch gut für die psychische Gesundheit sein. Ja. Und dann haben sich eben einige Depressionshilfen und, Mensch, wie heißt das denn? Nee, Akademien, aber ja, Bündnisse, die sich halt dann für sowas einsetzen, zusammengetan haben, gesagt, also sorry, also eine Massage und ein paar Hot Stones helfen jetzt nicht unbedingt gegen Depressionen. Ja. So, weil das war so ein bisschen ihr... Es war ein Werbemittel. Also es ist passiert halt ständig so eine Scheiße. Also entweder du musst mal deinen Berater wechseln oder deine Beraterin. Oder wir machen jetzt Handyverbot. Ich weiß auch nicht, was wir machen mit der Frau. Ich weiß es nicht. Und also es ist Schwachsinn. Es ist ganz viel Schwachsinn dran. Eigentlich tut sie mir ja schon fast leid. Die tut mir seit Jahren leid, aber die lernt ja auch nie draus. Nee, eben. Jeder selbstverantwortlich für seine Scheiße. Es ist so. Aber mach das dann jetzt auf Antrag. Nee. Mann, Leute, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Es kann sein, er tut mir wirklich leid. Und ich versuche, meine Mundwinkel unten zu lassen. Aber ich weiß nicht, hier ist... Ich habe heute zum Frühstück gab es bei mir, glaube ich, einen kleinen Klang. Oder du hast mit Peter Lustig geduscht. Rest in peace. Warum habe ich mit dem geduscht? Das hat man früher so gesagt. Das ist ja viel zu sexy. Hast du einen Clown gefrühstückt oder hast mit Peter Lustig geduscht? Weil du da würden mir andere Sachen einfallen. Ich habe einen Clown gefrühstückt, der war beim Joghurt drin. Also Vorsicht! Joghurt mit der Ecke? Mir. In der Ecke war der Clown? So, Fabio De Pasquale. Ich liebe dieses Bild so sehr. Also wenn sein Gesicht da nicht drauf wäre, würde ich ihn gar nicht erkennen. Also Camouflage. Und? Zombie Princess. Laura heißt sie. Ah. Und wir haben ja hier auch schon öfter über die beiden gesprochen. Was heißt schon öfter? Denn die beiden sind ja Mitglieder im Mile High Club. High Mile Club, ne, hat er gesagt, ja. Wo ja einfach wirklich auf der Flugzeugtoilette gepöppelt wurde. Und ja dann auch so die Cam draufgehalten wurde. Stimmt, wurde ja... Oh ja, Gott. Deswegen ja. Ja, aber diese Mäuse haben sich jetzt getrennt. Und Fabio bestätigt das mit einem Reel. Ja. Einem langen Reel.
Ich bin fix so fertig. Ich glaube, gestern Abend. Ich kam gestern Abend zu Laura. Wir haben uns ausgesprochen, komplett. Wir haben einfach nur gesagt, was uns gestört hat in der Beziehung, was die Probleme waren allgemein, was die Ansichten von Beziehung von ihr sind, von mir. Und ich habe die Nacht bei Laura verbracht. Wir sind zusammen eingeschlafen und heute Vormittag ging es los mit Weinen und so. Es gibt kein böses Blut, ich hasse sie nicht dafür. Und scheiß weh. Ey, das ist Fabio. Mann, der Arme. Ja, das tut mir leid. Also hier kam dann auch auf seinem Profil, wurde von jemand anderem noch ein Statement verfasst. Fabio wird seine Zeit brauchen und sich erstmal zurückziehen. Es ist gerade nicht leicht, weder für Fabio noch für Laura. Wir bitten euch alle um Respekt und euch negative Nachrichten zu sparen. Danke an alle, die sich mit positiven Worten melden. Auch Laura hat sich gemeldet. Einige haben es schon mitbekommen, Fabio und ich sind getrennt. Wir haben gemerkt, dass unsere Ansichten und Werte in einer Beziehung komplett verschieden sind. Wir haben eingesehen, dass unsere Beziehung aus diesem Grund keine Zukunft mehr hat. Zwischen uns gibt es weder böses Blut noch Hass. Diese Entscheidung haben wir beide getroffen und halten es für das Richtige. Wie Fabio auch im Statement sagt, ist halt so, dass Laura jemand ist, der die das versucht, immer jedem recht zu machen. Mhm. Und dann sagt er also, nee, du musst bei dir bleiben. Du sollst ja jetzt nie nur dich verändern, um mir zu gefallen. Stark. So, und also wenn das wirklich so stattgefunden hat, wir müssen ja immer vorsichtig sein hiermit, aber seine Tränen waren schon dolle. Ja. Dann finde ich das stark von ihm, weil er scheinbar wirklich sehr traurig ist über die Beziehung. Aber ihr halt trotzdem sagt, Maus, nicht für mich oder für irgendwen auf der Welt zurückstecken, du musst jetzt an dich denken. Finde ich krass von ihm. Finde ich sehr gut von ihm. Und also klar dachte ich mir im ersten Moment, aber so über Werte und Ansichten unterhält man sich doch eigentlich vorher. Aber wir waren alle auch schon mal in der Phase, dass man so dachte, ach, wird schon alles. Wir schauen mal, irgendwie kriege ich es vielleicht noch hin. Wir wissen ja jetzt auch nicht, was genau es ist. Vielleicht sind es ja auch intime Sachen, über die jetzt anfangs gar nicht so krass geredet haben. Weil du hast ja nach einem halben Jahr, die war jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Ich glaube, sogar ein halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger. So, da bist du ja... Also Nasrin und Josh, die wussten natürlich alles von Anfang an. Die haben sich 2 Tage eingesperrt. Genau. Vielleicht hätten das Laura und Fabio auch so machen sollen. Und ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass da vielleicht einfach auch noch gar nicht über essentielle Sachen gesprochen wurde. Ja, die hatten viele andere körperliche Sachen erstmal auszutauschen, ja, die so. Mäuse. Wir wünschen euch aber beiden alles Gute und Glück der Welt und dass ihr jeweils einen Partner und eine Partnerin findet, die perfekt zu euch passen. Okay? Das findet ihr auch. Jetzt kommen wir zu eurer allseits beliebten Jenny 1 Glazias. Diese Maus wird ja eigentlich auch nicht müde, immer mal wieder zwischendurch, so ein bisschen auch in der Story, nicht direkt zu schießen, zu reagieren vielleicht eher, sag ich mal so, aber die nimmt kein Blatt vor den Mund. Nö, ich meine jetzt, Anfang der Woche war erstmal Thema Love Island VIP. Mhm. Was war da? Achso, ich dachte, hast du da Kopfhörer auf im Büro? Ja. Naja, da hat sie eigentlich gesagt, sie wurde angefragt, aber wegen eines bestimmten Typens will sie dort nicht hin und hat dann halt irgendwie abgesagt und sie würde, kennt schon viele, die am Cast teilnehmen. Ja, stimmt, Maus, drop es doch mal bei uns in die DMs. Drop it like it's hot. Ist es ja auch. So, naja, kann sie so, dann nicht. Wer wird's wohl sein? Namen haben wir schon. So. Naja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube kaum, dass ihr ganz weirder Ex-Freund daran teilnimmt, weil da ist nicht. Eigentlich ein bisschen, ich will gar nicht sagen, eine zu große Nummer bei Insta, aber zu unfame dafür. Ja, das geht nicht. Naja, wen haben wir dann da? Nie zu. Würde mich auch abfacken. Egal. Jetzt hat sich erstmal Jenny 1 Glazias über etwas anderes abgefuckt. Popcorn, liebe ich ja schon mal richtig doll.
Kevin Schäfer? Da war sie gerade bei ihm. Ach so, okay. Also kurz und knapp. Weil mehr Attention bekommt die Person nicht mehr von mir. Schon die zwei Storys sind zu viel. Finde ich schon mal gut. Liebe ich. Ich freue mich schon auf meinen höchstpersönlichen Podcast. Mach dir gerne die Mühe, einen Podcast aufzubauen, um dann über mich zu sprechen. Kann es kaum abwarten. Vielleicht poste ich die Folge dann auch in meiner Story. Hard Eyes. Die paar Follower, die du durch mich noch gemacht hast, gönne ich dir von Herzen. Also diese Frau läuft ja so durchs Leben, ja, und ich liebe das. Ich liebe das komplett so. Dann habe ich euch gefragt, Alter, wer könnte es sein? Hier die Maus, wer? Leute, wir haben nur das Foto, denn wir wurden natürlich blockiert. Mann, aua. Da war er sauer, dass wir nie in seiner Ecke waren und ihn angefeuert haben. Ist ja so. Naja, Maus. Und ich könnte mir halt grundsätzlich... Um wen geht's denn? Achso, genau. Sorry an alle Podcast-Hörer. Hallo. Nizu. Nicolas Nizu. Wir sagen Nizu. Und dieser Mann könnte in meiner Vorstellung jetzt auf den Trip kommen und sagen, ich mache jetzt so Yannick Kontaktlinsen-Style und drop jetzt hier alles. Alles und jeden werde ich jetzt in meinem krassen Podcast irgendwie hier... Was machen wir mit Bauer? Entblößen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, gar nicht auf der Höhe. Naja, werde ich jetzt hier anprangern auf jeden Fall. Ich könnte es mir vorstellen, dass er kurz so durchdreht. Ich könnte mir aber trotzdem auch vorstellen... Exposen! Ja, da bin ich wieder. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es da auch wieder dann um diesen komischen anderen Ex geht. Aber das weiß ich nicht. Aber wer soll es sonst sein? Also einer von den beiden. Beide Panne. Jennifer, jetzt schreib uns doch, wer es sein soll. Hau's doch jetzt hier in die Kommentare. Ich verstehe es auch nicht. Worauf wartest du? Oh, Chan! Chan! Wie sagst du eigentlich? Chan. Nee, Zahn. Also, Zahn. Und wie heißt er richtig? Jan. 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 Jean. Jean Caplan. Jan. Und Valentino. Jan. So, warum hast du die hereingemacht? Dieser Mann will sich nämlich ein neues Tattoo stechen lassen. Ihr habt uns Folgendes geschickt, da war ich erstmal überrascht, so dass ich überhaupt die Story sehe, weil ich war so, wurden wir etwa entblockiert? Warum wurden wir denn entblockiert? Wir wurden von Jan. Findest du uns etwa cool oder sollen wir nur etwas mitbekommen? Ich finde das, der, also, weil das muss der doch... Eigentlich finde ich den ja cool. Oder hat er sein Profil neu gemacht? Nee. Nee, du findest den cool? Ich denke mir immer so, der ist eigentlich noch normal. Krass. Verstehe nicht, warum er uns nicht folgt, aber egal. So. Oh Gott, Leute. Oh wow. Wurde uns zugeschickt. Er hat uns natürlich, also uns und seine Follower mitgenommen und möchte die wahrscheinlich auch entscheiden lassen, oder wie ist es? Beim Tattoo-Prozess. Genau, er hat nämlich hier 4 Motive und da kann man dann auswählen, was man bei ihm am meisten sieht. Tattoo Nummer 1 ist ein T-Shirt. Ein T-Shirt, von vorne, ein richtiger T-Shirt. Der macht so. Nummer 2. Trust the process. Prozess. 3 überspringen wir mal ganz kurz. 4 ist eine Sanduhr, die abläuft. Ich weiß zwar nicht, warum die so... Oh yeah, ja. So ist sie, als ob die tanzt. Es ist so. Ich sehe eine tanzende Sanduhr. Ist so. Und 3 ist... Also eigentlich ist klar. 3 muss es werden. Valentina. Wie bitte? Und da dachte ich so, Leute, das ist ja wirklich... Das ist ein Scherz. Also das ist einfach nur ein Scherz. Und ich will das auch hier nochmal sagen, dass das zu 1000% ein Scherz ist. Weil ich habe eingangs gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Mensch noch ein bisschen Köpfchen hat. Mhm. Der macht er das nie. Der kriegt doch Haue von seinen Eltern, weil die Eltern sprechen gar nicht mit ihr. Das kommt ja eigentlich auch noch dazu. Ich bin einfach nur dafür, weil jetzt gerade so, wie da jetzt Valentina steht, in dieser Brush-Script-Schrift, ist mein Auge nur auf Tina. Und wenn ich mir sie jetzt so vorstelle, sage, das ist eine Tina. Passt. Finde ich viel besser. Passt. Ich nenne nur noch Tina. Ich würde sagen, du fängst erstmal an mit dem Tattoo Nummer 2. Trust the process, bevor du... Kann ich dich kurz was fragen? Process? Naja, warum das... Prozess? Wie sagst du? Process. Ich sag Process. Okay. Trust the process. Process. Ja. Process. Trust the process. Trust the process. Ich gehe rein und hatte das ja auch mal als Tattoo-Idee. Ich find, und wäre ja reingesteppt und hätte gesagt, Alter, trust the process. Trust the Prosecco. Trust the Prosecco in your life. Das ist das einzig Wahre. Prosecco up your life. Oh Gott, nee, so eine Moni bin ich nicht. Hat der schon Tattoos eigentlich? Nee, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir auch Latte. Dann Valentina, wenn du noch keine hast. Und dann erstes auf jeden Fall Valentina machen. Oh Gott, du bist so toxic. Jetzt hier, zack, zack, zack. Ach, na, wo ist er denn? Kim Virgin.
Kim Virginia hatte eben noch ein wichtiges Telefonat. Werde jetzt mit Kameras begleitet, bis zum Flughafen in Deutschland und meine Abreise. So, die Klappe ist gefallen. Naja, ihr habt uns das geschickt mit der Frage, ist es vielleicht gut bei Deutschland? Ganz ehrlich, ich könnte es mir vorstellen. Weil Daniela Katzenberger ist auch rausgewachsen aus dem Format. Ja. Und keine Ahnung, Peggy, Jeff Perils haben sich anscheinend ja jetzt verlobt, ne? Hast du es gesehen? Mm-mm. Es ist so passiert. Jaggy und Pev. Never. Doch. Ich dachte, die sind getrennt. Ja, aber jetzt wohl? Boah, abfuck. So, also braucht ja Vox ein neues Zugpferd. Und ich könnte es mir vorstellen. Aber das wäre irgendwie schon Außer eine Freundin filmt sie einfach die ganze Zeit für ein Reel. Vielleicht ist das auch ihre Kamera, die sie begleitet. Meine Abreise. Aber ich weiß, was ich mir auch vorstellen kann. Tough. Und wir zwei heute Abend. Wir verstehen uns heute. wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal gerne in die Kommis rein. Oder wenn ihr irgendwo hier ein paar Hints bei ihr noch entdeckt. Ja. Weil wir suchen die. Ich kolotz das gar nicht an. Jetzt, Leute, habt das erstmal geschafft mit den großen Themen. Oh, ich bin froh, dass ich hier durchgekommen bin, wie beim Vortrag, sage ich dir ehrlich. Wie fandst du meine Bildauswahl? Habe ich freigesprochen? Freigesprochen, ging Blickkontakt so gehalten. Ja. Ich fand's super. Ich würde ihr 15 Punkte geben. So, und jetzt, ihr wisst, zum Ende kommen immer Einschmankerl. Das eine habe ich dir aber schon geschickt, war ich dumm. Ich habe es geschickt und war so, ach Mann. Aber euch wollte ich das nicht vorenthalten. Und jetzt zoomt mit uns gemeinsam ran. Also für die Podcast-HörerInnen eine Story von Vanessa, hier Alex Petrovic Vanessa. Und ihr seht Alex mit einer Katze und die ist für mich so Disney-mäßig. Erstmal frage ich. Sieht aus wie der gestiefelte Kater für mich. So, und ich fühle sie des Todes. Zu 1000%. Ich könnte sie als Profilbild nehmen und keiner würde denken, das ist eine Katze, sondern ich bin das. Ich könnte die als Profilbild nehmen und jeder würde denken, du hast doch eigentlich Katzen, sage ich die nee. Das ist eine Mut. Ich könnte jetzt natürlich sagen, Alter, ich fühle die Katze so sehr, weil würde ich bei Alex in den Händen hängen, naja, da würde es mir wohl genauso gehen, da würde ich wohl genauso gucken. Meinst du? Machen wir aber jetzt nie. Also, ich frage mich auch, wie dünn ist denn diese kleine Mausi? Guck mal bitte seine Hände. Also was ist denn da los? Sieht doch richtig gemütlich aus. Ihre Arme sind so. Also man soll das ja ab und zu mal machen, so als Streckung. Aber nicht von Alex Petrovic. Diese Katze, die guckt ja auch so, weil sie weiß, ich kann nichts gerade an dieser Situation ändern. Nichts. Ich fühle sie so heftig. Klasse, Alter. Und sie ist so süß. Naja, reicht. Und jetzt schnallt euch an. Hallo doch. Ich hab Airbag. Los, und jetzt guck hin. Hä? Warte mal ganz kurz. Hä, was ist denn das? Hat er ein neues Toupet? Warte mal ganz kurz, wie finde ich denn das? Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Nee. Wie findest denn du das? Ich weiß es nicht. Weißt du, was das aussieht? Das hier oben ist Michael Ballack, als ich in ihn verliebt war. Ja. Und das hier unten ist Diogo Sangre. Möchte ich euch mal sagen, ihr seht es ja wieder nicht. Ja, doch, ist for me. Diogo hat sich eine neue Frise gemacht. Ich glaube, das ist so eine Haar... Ich meine, wie heißt das? So eine Haarinstallation. So ein Haarsystem. Ich habe eine neue Haarinstallation. Finde ich aber auch in Ordnung. Ja, ich glaube, er probiert es gerade einfach aus. Es ist einfach in seinen Stories aufgetaucht. Ich denke so, why not? Mir ist es ein bisschen zu lang. Mir aber nicht. Irgendwie mir ist es ein bisschen zu nass. Bisschen zu wet look mehr. Zu nass zu auch. Dolle. Aber es könnte so ein bisschen kürzer sein. Könnte, muss aber nicht. Und ich finde das aber auch gut, dass er scheinbar jetzt auf einer Journey ist und sagt, ich gucke jetzt, welcher Hairstyle passt mir am besten. Ja. Weil mir reicht es auch mit dem Buzzcut. Also es steht ihm auch. Was denn für ein Buzzcut? Naja. Das ist ja kein Buzzcut. Er hatte doch aber hier schon eingepflanzt. Naja, die waren ja kurz. Er hat ja keine Glatze. Ja, aber die ist ja bei dem eben nicht so gekommen wie bei anderen. Ja, der Arme halt. So, und deshalb hat er jetzt aber mal was Neues drauf. Und mir gefällt das. Und erst habe ich kurz gedacht, auf der Story, die du mir zeigst, UFO361. Stimmt. Ja. Ja. Aber das hier, können wir das auch noch mit reinmachen? Kannst du nach unserem Cutter-Bray schicken? Weil das da, sage ich, oh baby, baby. Und wer ist rechts? Kontra K? Ach nee. So, ich muss jetzt die Stimme schonen, Leute, weil ich habe heute Abend noch einen Auftritt. Ich werde das aus dem Fotograben. Fotograben. Heißt das so? Fotografengraben. Das heißt Fotograben. Ja. Da wirst du es filmen. Scheiß drauf.
Da schmeißen die Bierflaschen, da schmeißen sich ein Brötchen auf. Genau, also wenn jetzt heute ist Donnerstag, noch irgendwas passiert sein sollte, können wir es nicht mit, also haben wir es jetzt nicht mit drin, weil wir heute Abend unterwegs sind und deswegen Freitag die Breaking Trash Aufnahme nicht stattfinden kann. Homeoffice ist Freitag. Liebe Grüße an unseren Chef. Ist wirklich ein Homeoffice. So, okay. Kleine Loco-Folge. Egal, jetzt Leute. Weil ich nichts Faktisches beizutragen habe, muss das jetzt so stattfinden. Von mir. Aber, Nee, ich konnte ja nicht, also ich hatte das zwar, aber ich habe ja nichts gesagt. Ja, aber deswegen ist es da keine schlechte Folge. Ist es ja auch nicht. Ich wünsche mir, dass ihr großes Lob an Lena in den Kommentaren da lasst, dass sie diese Folge getragen hat. Und ihr schaut natürlich noch am Wochenende auf unserem Profil vorbei. Falls ihr die Glocke nicht aktiviert haben solltet, holt ihr das wohl besser noch nach. Es kommt nämlich noch einmal Freistunde. Da erzählen wir von unserer letzten Woche, von unserem letzten Wochenende, wo wir unterwegs waren. Weil das wird ja jetzt hier eine Partymaus. Hier, guckt es euch genau an. Wird eine Partymaus. Temptation Island kommt auch noch. Denn die ganzen Paare saßen ja nochmal bei Calvin. Genau, wir haben Nasrin und Josh gemacht. Habt ihr ja eigentlich, müsstet ihr schon gesehen haben jetzt. Und am Wochenende kommt noch Vivi und Mo. Und da sage ich euch jetzt schon mal, stellt euch da was, ein bisschen was bereit, was euch ein gutes Gefühl gibt. Weil das, was ihr dort seht, wird es nicht tun. Nein, aber wir machen es trotzdem. Nicht. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Schönes Wochenende. Seid so, wie ihr bleibt. Gucken wir, gegen wen du dann was hast. Gegen schlecht oder was? Gegen die Heizung. Immer alle anderen sind schuld. Immer alle anderen. Alle anderen, bloß nicht ich. Ich will doch nicht so lieb. Lena! Du. Seid ihr Macher oder nicht? Raus! Raus, raus, raus! Du, du, du. Da sind wir wieder! Warte mal ganz kurz. Pollen im Ohr. So. Oh Mann, ich krieg wirklich Angst halt. Schöckerle. Also, jetzt hier, komm, ja. Freu dich.